Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute mit dem nächsten Tutorial. Ballenpressen steht heute auf dem Terminplan. Lerne, wie du Ballen presst und transportierst. Ganz wichtig. Nicht nur die Ernteausbringung, dann die Düngung ist wichtig, sondern auch wieder die Ernteeinbringung. Nennen wir es einfach mal so, ist wichtig, denn hier wird natürlich bares Geld verdient. Desto besser wir unser Zeug einsammeln, desto höherwertiger können wir es natürlich auch verkaufen. Das heißt, wenn wir unseren Ertrag irgendwie verdorren lassen, geht uns natürlich viel, viel Geld verloren. Willkommen zum Tutorial. Du lernst hier, wie du Ballen presst, die sich großartig zur Lagerung von Stroh, Heu für deine Tiere eignen. Wie immer gehen wir zum Traktor, diesmal haben wir aber den Massey Ferguson 8727. Logischerweise ein größeres Gerät, denn wir ziehen hier ein bisschen schwereres Zeug. Wie immer brauchen wir ein Gewicht. Und das Gerät dazu. Dann machen wir wie immer unseren Tempomat auf 10. Und dann können wir auch die Ballenpresse schon mal aufklappen. Und was müssen wir noch machen? Pickup senken. Ballenpresse anschalten. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Mal schauen, wie gut es funktioniert. Noch sammeln wir alles ein. Mal gucken, ob ich da dazwischen was machen muss. Und da kommt schon die erste Balle hinten raus. Sehr schön. Sieht klasse aus. Das gefällt mir echt ungemein gut. So. Schneide die jetzt von alleine ab, oder? Ich fahre einfach mal weiter. Okay, die kommt dann von alleine hinten raus. Sehr schön. Und die können wir dann wahrscheinlich nachher dann mal einsammeln. Einfach faszinierend, wie viel es zu tun gibt in diesem Spiel. In so einer, sag ich mal, Aufwendigkeit träumen wir doch alle. Dort habt ihr wirklich stundenlang was zu tun. Klasse, das sollte für den Moment reichen, würde ich auch sagen. Stroh kannst du als Einstreu für deine Tiere verwenden oder in der Scheune für etwas Geld verkaufen. Das müssen wir bestimmt auch noch machen. Nachdem du die Ballen gepresst hast, brauchst du eine Möglichkeit, sie aufzusammeln und zu transportieren. Ganz klar, in diesem Tutorial wirst du den bequemen Ballenstapler kennenlernen, der diese Arbeit enorm vereinfacht. Und jetzt, wie immer, in den Traktor und wieder ein neues Gerät, den Fendt 930 Vario. Klingt auch sehr gut. Wir hängen wie immer unser Gewicht an und das passende Gerät dazu. So, Arbeitsstellung, okay. Sonst brauche ich hier gar nichts machen. Interessant, das heißt, ich muss hier jetzt nur vorbeifahren, oder wie funktioniert das? Versuchen wir einfach mal. Okay, aha, interessant. Einfach rechts dran vorbei. Und dann schnappt sich das Ding hier selber. Na klar, eine moderne Methode. Ich habe das schon öfters gesehen, wo man noch mit Heugabel und was weiß ich das Zeug hier drauf schmeißt. Das sieht man auch hier, hält die Technik Einzug. Gute Arbeit, das genügt für den Moment. Fahre jetzt zum Ort,
der auf der Karte markiert ist, um die Ballen dort zu verkaufen. Du musst zweimal Entladen benutzen. Einmal, um den Ballenstapler in den Ablademodus zu versetzen und ein zweites Mal, um Ballen abzuladen. Dann versuchen wir das doch. Das nehmen wir noch mit. Von innen sieht er schon auch klasse aus. So, und ich denke mal, den muss ich bei uns in den Ding reinbringen. Jawohl. In die Scheune. Es wird aber eng hier, Freunde. Ach so, ich muss ja hier noch den hier reinfahren, sonst komme ich ja gar nicht rein. Stimmt ja. So. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt können wir die Ballen entladen. Mach mal ein bisschen weg, dass ihr das seht. So, wo können wir die hier? Einfach hier raus, oder wie? Ah, ne, jetzt schiebt er raus. Oh, 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 oh. Was macht er denn? Ich glaube, das ist nicht geplant. Houston, wir haben hier ein Problem. Entladung abbrechen, würde ich sagen. Das war, glaube ich, nicht so gedacht. Ich weiß jetzt, wie er das gemeint hat. Ich glaube, ich hätte da rückwärts hinfahren sollen, nicht rein. Wir versuchen das mal noch zu retten. So. Komm, auf ein neues. Wir geben uns nochmal die Chance hier. Oje, oje, oje. Wir hängen komplett fest. Wir kommen hier nicht mehr raus, Freunde. Ich häng fest. Können wir den irgendwie abkoppeln? So machen wir das einfach. Und versuchen den mal noch kurz richtig hinzuschieben. So. Wir wissen uns ja irgendwie zu helfen. Und wie immer lernt er bei mir, wie man es nicht machen soll. Nein, wir wollen nicht das Gewicht. So. Komm, dreh rüber. Jawohl. So. Jetzt würde ich sagen, auf ein neues. Wir versuchen es einfach nochmal. Learning by doing. Ich schätze mal, der wollte es hier rückwärts rein. So. Anhänger fahren, eine Kunst für sich selber. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Und gleich wieder gegen das Haus anstößen. Oh oh. So. An dieser Stelle abladen. Jawohl, wir haben es geschafft, endlich. Der verkaufte Ballen bringt dir leichtes Geld ein, wenn du noch keine Verwendung für Stroh hast. Wunderbar, so sind wir mit ein bisschen Fail hier im Ballenpressen-Tutorial durchgekommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es dann jetzt an die Tiere geht. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Hoffentlich mit weniger Fails. Bis dann, euer Jovi. Ciao.